Hallo meine Lieben, damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video beziehungsweise Ankündigungsvideo oder besser gesagt Ankündigung für zwei verschiedene Sachen. Also bleibt bitte bis zum Ende dran. So, das erste ist, das muss ich kurz korrigieren. So, da bin ich wieder, da war kurz alles, da ein Teil dieser Clanbeschreibung aus irgendwelchen Gründen zensiert. Denn 17.30 Uhr wurde aus irgendwelchen Gründen zensiert. Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz, deswegen steht hier jetzt 17.29 Uhr, aber es gilt 17.30 Uhr. So, die erste Ankündigung ist, wie ihr sehen könnt, das MH-Turnier. Das MH bedeutet für, sag mal das MH? Meisterhütte-Turnier. Genau, ich wollte gerade sagen, wo steht um MH? Meisterhütte-Turnier, und zwar geht es um, ja, um den Nachtdorf. Ich werde ein Nachtdorf-Turnier Nachtdorf-Turnier veranstalten, genau, am 19. Oktober. Aber, jetzt kommt das Wichtige. Einlass bis 18. Oktober um 23.59 Uhr. Danach kommen keine Leute mehr rein. Am 19. Oktober ab 17.30 Uhr beginnt dann das Turnier. Je nachdem, wie viele Teilnehmer da sind, wird es nur eine K.O.-Phase geben oder vielleicht sogar eine Mitqualifikation oder so und so weiter halt. Ich habe 17,5 Stunden Zeit, einen Turniermodus auszusuchen. Das wird dann in den Clan-Beschreibungen sehen. Also achtet immer auf die Clan-Beschreibung und auf die Clan-Benachrichtigungen. Ist ja wohl klar. So, ich hoffe, es müsste alles gesagt sein. Ihr könnt dort erst teilnehmen, wenn ihr mindestens 2000 Pokale im Nachtdorf habt. Nicht weniger. Ihr müsst 2000 Pokale im Nachtdorf haben. Erst dann könnt ihr diesem Turnier beitreten. Ich selber mache natürlich mit meinem MH7er Account. An sich kann jede Meisterhütten-Level da rein. Aber ihr müsst halt bedenken, Meisterhütte Level 5 hat natürlich einen Nachteil gegenüber Hütte 7er. Ist ja wohl klar. Aber trotzdem gilt einfach nur 2000 Pokale im Nachtdorf, dann darf man an diesem Turnier teilnehmen. Und dann bis zum 19. Oktober 17.30 Uhr, wenn ich da einen sehe, der unter 2000 gefallen ist, werde ich diese Leute dann auch kicken, beziehungsweise aus dem Turnier rausnehmen. Nicht unbedingt kicken, aber dann sind die beim Turnier nicht dabei. Man muss halt einmal halt bis zum 18. Oktober 23.59 Uhr 2000 Pokale oder mehr haben. Wo das Turnier dann beginnt, muss man immer noch 2000 haben. Also, denkt dran. Vergiss das bloß nicht. So, die zweite Ankündigung, das ist, jetzt kann ich hier nichts zeigen. Ich könnte hier theoretisch kurz weggehen, dass ihr keine Ahnung. Ich werde sowieso eine andere Base da benutzen. Die zweite Ankündigung ist ein Rathaus 11 Turnier. Das sollte mal eigentlich am 18. Oktober kommen, kommt aber nicht. Da ist nämlich dieses MH-Turnier. Bis zum 18. Oktober ist der Einlass. Ihr könnt früher natürlich kommen, ist kein Problem. Und bis zum 19., also am 19. Oktober ab 17.30 Uhr beginnt dann das Turnier. Ihr müsst dann möglichst bitte online sein. Also bitte erst reingehen, wenn ihr wisst, okay, ich kann am 19. Oktober, das ist ein Donnerstag, ab 17.30 Uhr online sein. So, und alle, die halt dabei sind, werde ich halt befördern zum Ältesten. Zuschauer, weiß nicht, ob ich Zuschauer erlaube. Zuschauer können erst am 19. Oktober rein. Bis zum 18. Oktober kann man noch als Teilnehmer reinkommen. Zuschauer, weiß ich nicht, ob vielleicht der Clan voll sein wird. Es könnte passieren, muss natürlich nicht. Ich hoffe auch ehrlich gesagt nicht, dass der Clan dann voll wird. Aber ich nehme die Challenge einfach an. Am 19. Oktober dürfen dann die Zuschauer bis 17.30 Uhr rein. Aber keine Garantie, dass ihr reinkommt. So, dann Rathaus 11 Turnier. Das ist auch ganz wichtig in der Ankündigung. War eigentlich am 18. Oktober geplant. Es verschiebt sich um eine Woche. Es wird am 25. Oktober bis 18.30 Uhr ist dann Einlass. Ab 19 Uhr fängt dann das Turnier an. Wird ein Rathaus 11 Turnier stattfinden. Ich habe momentan drei Leute, die mitmachen würden. Mal gucken, ob alle drei auch in diesen Uhrzeiten Zeit haben. Wenn ihr irgendeinen Rathaus 11er kennt, der Clash of Clans spielt und ist Rathaus 11, egal ob gewascht oder nicht, sagt denen einfach Bescheid, dass sie dieses Video hier gucken sollen. Vor allem das Ende des Videos, denn es geht hier um das Rathaus 11 Turnier. Es wird allerdings kein
Google Play Card geben, weil ich momentan ziemlich knapper Kasse bin. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Das ist quasi just for fun dann. Ich werde gucken, ob ich irgendeine Art Belohnung machen kann. Muss ich mal gucken. Allerdings wird es keine Google Play Karte zu gewinnen geben. Nur, dass ihr halt Bescheid wisst. So, ich müsste dann alles gesagt haben. Also, vergiss nicht das MH-Turnier. Das kann ich einmal kurz was zeigen. Hier. Das MH-Turnier, lest euch meinetwegen die Clan-Beschreibung einmal durch. Beginnen tun die Kämpfe erst ab 19. Oktober, 17.30 Uhr. 17.30 Uhr wird zensiert, deswegen steht da 29. Ihr könnt natürlich ruhig Testkämpfe untereinander machen. Überhaupt kein Problem, ich hatte damit überhaupt kein Problem. Und was Wichtiges, genau. Ihr dürft sogar mit maximal 2 Accounts daran teilnehmen. Ihr dürft tatsächlich mit 2 verschiedenen Accounts daran teilnehmen. Aber ich muss vorher wissen, welche 2 Accounts eure sind. Das muss ich vorher Bescheid wissen. Ansonsten, ja, wenn ich das herausfinde, gibt es Disqualifikationen. Da gibt es kein Wenn und Aber. Also vergisst nicht, ihr dürft maximal 2 Accounts von euch selber mit reinnehmen. Dann werde ich halt dafür sorgen, dass ihr beide nicht gegeneinander, also dass die beiden Accounts sich nicht gegenseitig angreifen. Ihr habt quasi, man kann sagen, 2 Leben oder sowas. Ich werde wahrscheinlich auch mit 2 Accounts daran teilnehmen. Ich selber mit meinem zweiten Account. Das MH5 müsste er sein, das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Und halt am 25. Oktober halt das MH. Nein, das Stratos 11 Turnier, nicht MH. So, das will ich mal kurz sehen. Welche Hütte ich jetzt hier bin. Ja, ich wurde zerstört, ist mir auch egal. Ja, Hütte 6, ah, okay. Na gut, ich hoffe, ich habe jetzt alle wichtigen Infos gesagt. Wenn ihr mitmachen wollt, vergesst nicht, was ich gesagt habe. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann in den Streams. Also, Stream-Marathon ist ja diese Woche in den Streams oder im Video wieder. Ciao, euer MiffLP.